Hallo zusammen, da sind wir wieder. Und warum ist es so laut? Ne, ist gar nicht laut. Ja, wir werden jetzt. Appalachien. Appalachen? Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ist mir auch. Jetzt egal. Dann fahren wir da heranführen. Und. Das ist doch die falsche Lok. Das war doch der Personenzug. Genau, den müssen wir haben. Gut. Auf geht's. Vollgas. So, Personenzug bleibt hier stehen, wenn es sein sollte. Hier weiß ich auch nicht, warum da nichts passiert. Keine Ahnung, vielleicht habe ich den ausgemacht. Hat da jetzt nur die Wagen rumstehen. War schon lange nichts mehr, ne? Ist selbst mir aufgefallen. Haben wir hier denn? Da kann man nichts sehen, ne? Zeigt ja uns nicht an. Zu weit weg. Ja, schade. Hoffe, die Weichen hinten sind alle gut. Hier haben wir nichts. Da drüben haben wir die reingesetzt. Jo. Oh ja, hier liegen die Weichen gut. Was haben wir noch an Kohle? Ich will den Wagen haben. 16 Tonnen. 16 Tonnen hat er noch. Naja, gut. Dann ist er noch nicht ganz leer. Ich bin immer noch im Überlegen, was ich mit dem Personenzug mache. Hier ist noch 25 erlaubt. 15. Ja, brauche ich auch gar nicht. Brauche auch gar nicht mehr Gas zu geben. Hier. Oder zu bremsen. Jetzt kann ich wieder ein bisschen. Juhu. Ja, Personenzug kriegen wir ja mit, wenn er da ist. Er fährt ja erstmal nach Ella. Na, ich bin mal gespannt, was es da im Endeffekt an mehr Geld gibt. Sollen wir eigentlich mal gucken, wie viel der besetzt ist. Aber ich denke, jetzt geht erstmal richtig in Bryson los. Bryson, Alaka, da sind die großen, starken Bahnhöfe. Wo halt viel mitfahren. Oh, jetzt ist er in Eller. Wunderbar. So, wie sehen wir hier aus? Da hinten ist einer. Und da sind beide. Dann hole ich doch beide erstmal raus und setze die doch an dem zusammen. Würde ich doch sagen. Passt doch eh am ehesten, ne?
Kann ich die hier rüberstellen, gucken, was ich hier reinsetzen kann? Kein Geld. Da sind nur Leute eingestiegen. Keine aus. Hä? Keine Bremse drauf? Oh. Wundert mich jetzt ein wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich die nur reingeschoben? Na, egal. So, was haben wir denn? R1 ist hier. Und der ist auch RA 2 Stück hier rein. Och, dann kann ich die ja einfach darüber schubsen. Die zwei kommen hier hin und der kommt nach hinten. Dann lasse ich den hier vorne stehen. Genau. Ach, das ist ja wieder super einfach alles hier. Vorres Lauf. So. Oh, das war schon fast zu schnell, ne? 7 ist schon fast zu schnell. Oh, das, ja, geht noch. Dann ist es nicht zu schlimm, wenn da hinten drauf knallt. So, ja, alles klar. Plus 16 Dollar. Bonus. Cool. So, ich wollte dich doch hier stehen lassen. Halt. Ah, ist die Lok noch das. Die Hitbox von der Lok noch im Weg. Und da hinten steht ein Wagen nicht richtig. Den müssen wir dann vorziehen. Na gut, drei Wagen rein, drei Wagen raus.
Da war los, ne? Ja. Da ist auch los. Und hier muss los. Und das ist ja. Nee, Moment. Das kann. Was egal. Braucht ja nicht. Der haut ja nicht ab. Zumindest die zwei stehen ja auch davor. So, jetzt steht er richtig. Machen wir mal volle Bremse. Jetzt hat er den registriert. Und stand er die ganze Zeit nicht richtig. Ah, also Mist. Na, ist ja nicht schlimm. Dann haben wir morgen halt drei Wagen. Auch egal. Ja, passiert schon mal. Wollte ich eigentlich meinen, ich habe ihn richtig hingestellt. Jetzt nehmen wir den, geben Schubs. Kann er sich da anhängen und dann passt das alles. Sechs muss er haben. Oh! Ich hab doch Weiche geschmissen. Ach nö! Ach, das ist doch wieder. Ah, ich hasse das. Bleib stehen. Was ist das zum Kotzen? Diesen Scheißweichen, ehrlich, ey. Klick sie an und trotzdem. Aber warum macht er das manchmal? Das ist mir schon so oft passiert. Ich denke mal, das ist euch auch oft passiert. Aber warum? Ich wüsste jetzt keinen Grund. Okay, Personenzug ist hier.
Bryson. Dann können wir den mal bis zum Bahnhof fahren lassen. Passt alles. Ich muss eben warten, bis er dran gelaufen ist, ob der auch im Bahnhof steht oder nicht davor, also auf dem Abstellgleis. An der richtigen Stelle. Ja, steht. Eben warten, bis er sich angehangen hat. Woher gibt es kein Geld? Plus 7, naja, sehr schön. Top. Ah Mann! Jetzt soll ich da hochrennen. Habe ich Standardöl ausgeschaltet? Ich glaube, ich habe Standardöl ausgeschaltet. Also möglich ist es. Er bleibt an der Weiche stehen. Ich will nur gucken, was der an Leute bei hat. Fünfundzwanzig, 18, 24, 21, 25, 18, 21, immer dieselben Zahlen. 19. Oh ja, im Durchschnitt 20 pro Wagen. Das ist eigentlich gut. So, du kannst weiterfahren, aber wir müssen nach dahin. Man kann da durchfahren. Am Ende wird abgerechnet, wenn er wieder ganz zurück ist. Da bin ich mal gespannt, was so an Leute mitfahren. Weil die weiten Strecken bringen das Geld. So, da können wir ja einfach so fahren, ne? Genau.
Warte mal. Ja, wir können es ja durchgehen. Wir können ja hier durchgehen. Ich muss vor diese Wagen da. Die anhängen, zurückdrücken, die anderen dahinstellen und dann können wir los donnern. Nach Natala. Richtung Natala. Und bloß gucken mit dem Personenzug, ob wir den nicht irgendwo vorbeilassen müssen. Könnte passieren. Aber ich muss ja auch erstmal oben umrangieren und. Das heißt, da mache ich mir jetzt noch gar keine Sorgen drüber. Wir könnten auch in Dings warten, bis der Personenzug zurück ist und den vorlassen. Können wir eigentlich auch machen, ja. Also brauchen wir uns hier nicht beeilen. Und mal ein bisschen auf die Geschwindigkeit achten. Er ist jetzt nämlich im Berg, glaube ich. Können wir nicht. Ah, das ist doof, ne? Doch, geht. siebenundzwanzig. Ah, er geht schon in die Knie. Guckt mal. Aber er sollte schon. Er ist bestimmt oben an der 30er Kurve. Gucken. Ja. Er ist an der 30er Kurve. Er zieht noch durch. Jetzt können wir gleich sehen, ob er. Wie stark er beschleunigt. Ob das passt. Ich sehe schon, ja. Jetzt kommt gleich die 25er und da gibt er noch mal richtig Gas davor. Ja, passt doch. Guck mal. Läuft doch richtig gut. Er hat schon wieder volle Geschwindigkeit. Ja, passt gut mit dem Wagen. Komm mal gut hin. Müssen wir nur nach hinter Dings gucken. Hinter Natala. Wie er da den Berg hochkommt. Aber ich denke mal. Das ist ja kein Gewicht. Der hat jetzt gerade mal 340 Tonnen. Das ist, ich glaube, bis 700 Tonnen können wir gehen hier. Ich meine, bis 700 Tonnen sollte das kein Problem sein. Die kriegen wir den Berg hochgezogen. Ey, warte mal, da hinten nicht. Nee. Ja, das könnte doch ein bisschen schwieriger sein. Das ist egal. Wir machen jetzt erstmal hier und dann sehen wir weiter. Wir haben alle Zeit der Welt. Weil den möchte ich doch gerne vorlassen. Dass der beim Rangieren nicht, ja, nicht im Weg, aber zumindest nicht gestört wird. Wenn wir in Limestone rangieren und das muss nicht sein. Rückwärts. Nicht so schnell.
Und mitfahren kann ich auch, weil ich kann ja dann direkt einsteigen. Dann fahre ich auch direkt hoch, mache auf Pause und den Personenzug hinten setzen wir um. Da bin ich dann wieder da. Da. So, sollen wir uns hier hinsetzen? Ach, warte, wir gehen darüber. Na dann, gute Reise. So, und wir sehen uns später wieder. Bis zum nächsten Stopp. So, wir sind in Alaka, würde ich sagen. Erstmal so. Das sieht alles noch gut aus, das schaffen wir. Einmal ein bisschen Schwung. Naja, eigentlich könnten wir hier Wasser nehmen, oder? Na, drei Viertel voll, da brauchen wir nicht. Das reicht. Ja, die hat keinen Ausbläser. Haben sie wohl vergessen.
Nach Whittier, Ella und Hemingway. Nach Kochern haben wir keinen. Ist auch egal. Vielleicht findet sich ja noch einer. Die schalte ich jetzt noch nicht an, weil wir fahren ja sowieso wieder hier hin. So, wir müssen bloß wieder Alaka und Kocham einschalten. Aber die anderen bleiben noch aus. Na ja. Guck mal, er bremst nur die Wagen, nicht die Lok, ne? Erst am Ende, wenn er stehen bleibt. Macht er alle. Dann macht er nur die Bremse auf der Lok. Na, ein bisschen Wagen auch, okay. Ist schwer. So, gucken wir mal eben, aber wird wahrscheinlich nichts geben, weil hier keiner aussteigt. Vielleicht hat ja doch einer etwas vergessen und steigt wieder aus. Möglich ist ja alles. Ja, so ist das. Nee, keiner umgestiegen. Gut, dann gib Gas. Naja, hier geht es ja hauptsächlich nur bergab. Das geht dann ja. Recht doch. Ist auch komisch, ne? Hochfahren durften wir mit 35 und runter nur mit 25. Oder 30? Na egal, wir sehen uns gleich wieder. Da kommt ja unser Zug. Das sieht doch cool aus mit den Farben, oder?
Dann gucken wir mal, was er an Leute bei hat. 14, 24, 13, 19, 17, 17, 21, 11. Ja. So, dann fahren wir hinterher. Und wir sehen uns wieder in Limestone. Ja, genau. Natala Limestone. Bis dahin fahre ich mal. So, ich mach mal kurz an. Zu der Frage. Da hatte jemand gesagt, ihm kommt es so vor, als wenn die Dieselloks langsamer fahren. Ich glaube nicht. Weil der Personenzug ist immer im gleichen Abstand vor mir. Immer so, dass ich ihn so gerade eben sehen kann. Da hinten seht ihr. Da fährt er jetzt wieder etwas langsamer, aber ich habe ihn schon wieder eingeholt auf dem Stück. Also ist nicht so, dass er dann wegfährt und ich kriege ihn nicht mehr ein. Läuft also eigentlich relativ normal. Nur noch mal dazu ein kurzes Statement. Also von der Geschwindigkeit her, nein, sind die nicht langsamer. Dass der Personenzug, wenn er um eine Kurve ist, direkt schneller ist, weil er dann ja loszieht. Ja. Aber wir holen ihn immer ein und der Abstand bleibt immer gleich. Also jetzt ist. Sobald er ein bisschen bremst, sind wir wieder hinten dran. Auch wenn es einem so vorkommt, das ist wahrscheinlich auch dadurch, dass wir hier keine Bewegung haben von den Rädern. Da seht ihr ja, da hinten ist er. Und dass wir halt eben hier den Qualm nicht haben. Schade eigentlich. Eigentlich, wenn die Gas gibt, müsste die eigentlich eine Wolke hinterlassen. Auch als Diesellok. So, das wollte ich nur mal eben kurz gesagt haben. Da hinten fährt er nämlich. Das Abstand tut sich nichts. Läuft eigentlich gleichmäßig. Nur dazu. So viel dazu. Genau. Oder? Ja. Stimmt ja, ich muss ja einschalten. So, wir sind in Limestone. Das war. Company, ne? Union Lumber. Ja, den müssen wir später erst mitnehmen. Ja, der Zug, der Personenzug war die ganze Zeit im selben Abstand vor mir. Also, nein. Wer meint, die Diesellok ist langsamer? Nein, er täuscht nur. Wahrscheinlich dadurch, dass sich optisch an dem Ding nichts bewegt. Keine Räder, die sich drehen oder die man also quasi sieht. Also daran liegt es nicht. So, wann haben wir denn? Einen da, dann holen wir erst den da hinten raus. Dann holen wir den raus. Oh, wieder im falschen Bildschirm.
Wunderbar, passt natürlich sehr gut. Weil auf der einen Seite haben wir. Nein, genau so. Weil wir hier ja den längeren Weg haben. Hier haben wir mehr Platz zum Wagen aufsetzen. Und da sieht aus, als wenn der hintere raus muss, der Vierer, ne? Ja. Ja, gut. Ist doch frei. Den hätte ich jetzt auch dran lassen können. Nee, dann hätte ich ihn hier stehen lassen müssen und naja. Ist schon okay so. Alter. Mal langsam. Entspann dich. Bleib mal locker. Nicht bergab? Okay. Meine Trott geht doch hier bergab, oder nicht? Naja, gut, dann halt nicht. Aber trotzdem nicht. Ist er schon durch hin? Ja, Moment. Ich ziehe mal vor, dann bleibe ich stehen, dann müssen wir mal einmal kurz gucken. Haben wir jetzt gekriegt hier für Personenzug. Wow. Das ist mal anständig. So, das ist gerade. Hier geht es auch gerade. Alles klar, dann kann ich den fahren lassen. Na, fährt er? Ja. Dann gucken wir jetzt mal, wie das aussieht. Bergauf. T4, T1, T2. Ach so, ja, alles klar. Manchmal bin ich auch ein bisschen blöd. Hallo? Ja, hat er. Hat er gelöst. Seht ihr? Hier dasselbe. Rollt von alleine.
Jetzt müssen wir die bloß rausholen. Der kommt hier rein. Die zwei roten bloß rausholen. Elf. Na, sie muss schon kämpfen, ne? Zehn. Es wird schwer. Wollen wir mal gucken fahren? Gucken gehen. Oh, die kappt uns ab. Oh, Freunde, das passt nicht. Das passt nicht. Die schafft die Wagen nicht hoch. Oh wei. Wir haben ein Problem. Houston, wir haben ein Problem. Ja, die bleibt stehen. Mache ich denn jetzt? Die 3 ist zu schwach. Oh, Scheibenkleister. Wird sie nicht schaffen. Nein. Ich weiß, dass es eine Strecke gibt, die quasi hier dran vorbeigeht. Die ist nicht so steil. Die hat nur maximal 2% Steigerung. Wäre vielleicht eine Möglichkeit. Also das schaffen wir nicht. Nein, man muss sich gleich mit der Diesellok dahinter fahren und den Zug hochschieben. Ja, ihr seht ja, keine Chance. Selbst wenn ich auf manuell stelle, 100%. Selbst das wird nicht schaffen. Könnten ja noch hier. Ja, beide auf 100. Keine Chance. Ja, dann haben wir ab heute ein Problem mit dem Personenzug. Was mich wieder ärgert wie Sau. Na gut. Halt. Wir müssen zurückräumen. Dann werde ich wohl die Diesellok davor hängen müssen. Bleibt mir jetzt nichts anderes übrig. Und mit der zurückfahren. Heißt aber auch, wir müssen komplett umstellen.
Muss ich umdenken. Dann heißt, ich brauche die Dampflok jetzt erstmal für komplett. Zum Rangieren, für hier, für da, für dort. Um mal ganz ehrlich zu sein. So, den schieben wir zurück, dann lassen wir den hier stehen. Gut, dann ist es so. Na, komm schon. Wir müssen aber trotzdem erstmal hier rangieren. Es bleibt uns nichts anderes. Was wollte ich machen? Ach so, ja, Bremse los. Ja, ich muss eh erst hier rangieren. Also nutzt das alles nichts. Wir machen hier die Arbeit fertig und dann. Dann kümmern wir uns um den Rest. Na, ist so. Oh, jetzt geh doch dahin. Ja, komm. Naja, dann passt das ja zu der roten Lok, ne? Jetzt wisst ihr, warum sie rot ist. Ach, egal. Nicht schlimm. Also, kann man ja schon mal hier rüberlaufen. Das schmeißt meinen Plan natürlich durcheinander. Ich war nämlich am Überlegen, ob wir hingehen und na komm, ein bisschen rollen. Und oben in Andrews dieses einschalten. Aber da wir ja jetzt die Dampflok benutzen müssen, ja, muss es gehen. Es muss mit der Dampflok gehen. Ist halt so. Dann werde ich aber auch in Andrews Kohle brauchen. So oder so. Ist ja auch gar nicht so schlimm.
immer überall so schön rangiert werden könnte, ne? Das ist doch, so ist doch schönes Rangieren. Jetzt müssen wir einmal umsetzen. Ich bin doch da. Aber hier ist genauso, dass er nicht, ne, dass da nichts passieren kann. Von der Geschwindigkeit her. Ja, jetzt schon. Die Lok ist ein bisschen schwieriger, schwerer, die drückt ein bisschen mehr. Gut, jetzt. Komm jetzt! Mann! Bleib bloß stehen, du. Das hast du jetzt davon. Jetzt geh doch da hoch. Nicht wahr, ne? Soll ich mit alle rangieren? Könnte ich eigentlich auch, ne? Was hat da drüben noch? Ja. Oder wir denken. Muss aber passen. Ich will das einfach. Und das passt auch.
Die müsste ja eigentlich noch reichen für das, was wir hier haben. Da hinten kriegen wir noch einen Wagen, ja. Da müsste die kleine Lok noch reichen. Und zur Not schicke ich die dicke nach Bryson. Aber dann haben wir wieder eine Lok, die wir rumstehen haben, die wir nicht brauchen. Das heißt, die wir nicht brauchen, aber jetzt ist die Frage, sollen wir mal langsam die schlechteste loswerden? Die gehen ja nur rum und fressen Geld. Naja gut, Geld fressen sie jetzt nicht, aber Kosten tun sie auch nichts. Weil mehr als reparieren kann man nicht. Was ist denn jetzt hier? Rumruckelei immer. Da hinten geht's bergab. Das ist das Problem. Hier geht zwar auch bergab, aber die Lok ist noch nicht so weit. Nee. Guckt euch das an. Fährt nicht zurück. Muss ich Gas geben. Hier ist aber bergab. Der ist schon auf 4. So lange ist 4? Oh. Da ist er vor. Ja, wir mal gucken, dass wir die so hinstellen, dass das besser passt. Irgendwo ein bisschen ärgerlich alles, ne? Ein bisschen Gas geben hier. Personenzug wartet. Der ist wichtiger. Jetzt bin ich aber auch hier nicht zufrieden. Nicht so wirklich. So, jetzt aber. Eben. Mal gucken, ob ich den T4 einen Schubs geben kann.
unten den hier. Ob wir den Schubs geben können. Dass der so weit läuft, dass ich die anderen davor kriege. Ohne dass was passiert, meinte ich natürlich. Nicht, dass er nachher zu schnell wird. Mist. Einer rausgeflogen, nee, ne? So passt das. Perfekt. Ja. Ich weiß, die Folge ist jetzt wieder ein bisschen lang, aber ich will das erst fertig machen und dann machen wir die nächste Folge hinten in Natala weiter. Deshalb entschuldigt bitte, dass die Folge jetzt ein kleines wenig länger wird. Das ist Absicht. Verkehrt rum.
Und dann ich noch schnell runter nach Natala. Und mache meine Personenzucht klar. Ja gut, dass wir jetzt hier sind mit der Lok, ne? Dann haben wir wenigstens eine in der Nähe, die wir benutzen können. Wenn wir jetzt gar keine hätten, wäre sehr schlecht. Na komm, noch was reichen. Halt. Jetzt sind wir zu nah. Wir sind schon zu nah. Mann! Ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es. Jetzt komm. Stauft jetzt. Personenzug hat keine Zeit zu warten. Also, naja, wunderbar. Habe ich wieder mal geschafft, ne? Weil es wieder schnell sein musste. Jedes Mal dasselbe. Also wirklich. Echt. Jedes Mal, wenn du meinst, du müsstest jetzt ein bisschen schneller machen, haust du dir selber einen rein. Manchmal ist man doch wirklich doof. Na komm, du Weiche, geh rum. Keine Zeit für Rumkasperei hier. So, also bis zur nächsten Aufnahme. Danke, dass ihr zugeschaut habt und ja, schauen wir mal, was wird. Bis dahin, bye bye.